Wo steckt denn Mausi? Piepi. Ja, ich würde... Piepi, komm wieder zurück! Warum verfolgen sie Piepi? Ja, und jetzt hab ich dich! Oh, Morty hat... Piepi! Ach, da ist kein Pokéball dabei. Und jetzt ist kein Trainer. Bitte. Geht mir den Mondstein los! Mauzi, ich bin mir sicher, dass ich das Geld erzeugen. Ja, das ist super. Zahltag. Stern, du! Es liegen überall München verstreut. Nein, Part ist zu Ende. Er sagt miauts, miauts. Oh, direkt aufs Maul. Auf Wiedersehen, Mauzi. Ich wünsche dir einen guten Flug. Stern, du die Gehässigkeit kannst du ja echt schenken mit Misty. Ja. Das ist was Misty genannt. Um Mauzi brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Es hat die mächtige Misty kennengelernt. Die mächtige Misty. Ich würde auch gerne mal kennenlernen, die kennen. Ja, ich würde so eine Cosplay-Misty kennenlernen. Oh ja. Und eine Glocke trinken. Ah, mit Profis. Ich arbeite seit Jahren daran. Ja, Professor Max. Die Rezeptur wird immer wieder nicht schlecht. Echt? Dann probiere ich's auch mal. Schmeckt ihn. Das Pokémon-Futter. Wohl nicht ganz dein Geschmack, das ist quasi etwas besserer Dreck. Ja. Nein. Das ist so geil. Freunde, Mann, ich würde die beiden so gern verstehen. Pika-Pi! Hey, ist das... Pika-Pi! Jetzt rennt sie weg. Sie brennt zusammen durch. Ist alles irgendwie unterhöhlt und hoch und niedrig und ach, scheiß mit dem Bohrkram hier. So ein Dreck. Das Dings. Das, ach, der Mondstein. Das ist oben offen, wie du gesagt hast. So wie im Traum, Wahnsinn. Da hat den Pipi also den Mondstein gezeigt. Oh oh. Jetzt kommen ganz viele. Nein, nein. Kannst du Ria jetzt mitnehmen? Schnell, bevor es zu Pinky wird, schnell. Klaut uns ja alles. Was ist der Wand? Scheiße, wenn du mich... Nein, sie tanzen. Ich will ein Stück... Fertigen Dämonen. Grandios, die Pipis haben ihr eigenes Volk gegründet. Unglaublich. Hä? Ach, du hast geschossen. Ihr eigenes Volk gegründet. Pikachu, sag mal, was hat's mit dir, Pipi, da eigentlich? Das ist doch egal, verstehst du doch auch nicht. Ja, Pikachu. Verstehst du das? Aber klar doch, das ist ja mein Pokémon. Pipis sammeln die ganzen Teile und jonglieren mit ihnen. Mach mal deine Musik aus. Dann. Sie kaufen einen Lastwagen. Aus die Zwerge wachsen. Zwerge. Geht auf die Fresse. Pipika! Er zeigt uns ein Haar, seht. Es nennt sich auf See. Er gibt keinen Sinn. Hä? Pika! Setz den Mondstein an. 3-0. Vielleicht deshalb, weil der Mondstein vom Himmel gefallen ist. Aber sie brauchen doch, um sich zu entwickeln. Ja, natürlich. Jetzt ergibt das alles einen Sinn. Was denn?
Ich hätte nicht sagen. Der Weltraum, die Pokémon und die Menschen, welch ein Traum. Sie reiten mit dem Mondstein in den Weltenraum. Zum Mond, zum Mars, zu den Planeten fern. Zusammen zu einem fremden Stern. Was? Das ist unser Ding. Ach, sind die schon wieder? Lass die Finger von dem Mondstein, sonst... Auf die Phrase... Sonst was? Oh, wir zittern richtig vor Angst. Der Mondstein gehört den Pipis und nicht euch stören, Frieden. Verlasst sofort diese Höhle. Was ist das? Super. Das ist super Spruch. Ich bin's Mauzi. Wer ist der Simo? Na, eine schöne Landung gehabt? Meine Brille. Witzig. Ich kann nicht sehen ohne meine Brille. Oh, Simo. Verloren. Das war total unfair. Alles ist schwer in einem Pokémon-Kampf, Kleiner. War doch noch gar kein Pokémon-Kampf. Pikachu! Und ich zeig, was du kannst! Pipi ist am Angst. Retter! Jetzt zeigen wir denen, dass es mit uns ankommt! Retter, nach unten! Smogon, Rauchwolke! Oh oh! Magon! Oh oh! Zu nöbel! Heute noch ein Pokémon, das ist unfair, das ist Betrug! Er bescheißt! Ach, der Poker ist auch ein. Potenzieller. Verrückter. Das denn? Mit Rettern oder was? Na schön, Onix, folge ihnen unterirdisch! Na ja, logisch. Da. Wie meinen Sie? Vielen Dank, aber wieso verfolgt er nicht die Diebe, die den Mondstein gestohlen haben? Wie dumm sind. Der Mondstein ist euch doch heilig, oder? Also ist es eure Pflicht, ihn den Räubern wieder abzunehmen. Sag mal, versteht ihr mich eigentlich? Die nicken. Die gucken ungläubig. So höflichen Leuten wie uns. Gelingt alles. Die Letzten werden die Ersten sein. Ja, Mauti hat das schon... Aber die Fresse halten. Oh, Onix hat geblockt. Wir haben sie. Hier, Onix war das. Schnapp sie dir los. Das ist ein Humanheimchen. Smogon, Konterattack. Was? Onix. Seht mal. Smogon ist Onix weggetackelt. Miauts, was ist denn jetzt los? Komm, die ganze Bibi ist... So gutgläubig. Was denn jetzt? Ah. Denn? Mit den Armen rumfuchteln. Die tanzen mit. Oh Mann, mir wird ganz schwindelig. Das ist ein spezieller Angriff der Pipis. Sie nennen ihn Metronom. Ich habe diese Angriffsform der Pipis weiß, noch nie zuvor genau, gesehen. Genau, aber ich weiß auch nicht, was jetzt passiert. Er weiß. Ich hab doch schon Wochen gesagt. Pipis entwickeln sich. Wahrscheinlich dann mitgenommen und irgendwie die Lava spritzt hoch. Krach. Es sieht fast so und die Rocket aus, fliegt natürlich fort. Jetzt mal wieder die Kurve kratzen müsste. Das war also das Metronom. Ich finde das gar nicht toll. Und ich auch nicht. Die überhaupt. Und ich gleich gar nicht. Und überquer. Oh. Ist das nicht ein hässlicher Programm? Der Mondstein. Ja, der Mondstein. Seht mal, die Pipis. Entwickeln sich weiter. Pixie. Jetzt. Dieses scheue Pokémon entwickelt sich aus Pixie. Pixie. Ja. Den seltensten Pokémon der Welt. Die Kraft des Mondsteins. Du hast hier 20.000 davon reiten. Der Simon der Wissenschaftler bleibt da. Passt auf. Ja, da kennst du von aus. Schön mit die Pipis. Ich habe mich entschieden, hier bei den Pipis zu leben. Das Ding. Lebens, den Mondstein zu finden.
Irgendwann werde ich mit den Pipis zu den Sternen reisen. Du spinnst doch. Wenn Sie da schon im Weltraum sind, vergessen Sie nicht, uns eine Postkarte zu schicken. Witzig. Mach mal. Mit dem Turm. Hör. Auf Wiedersehen, Ash! Auf Wiedersehen, Pikachu! Auf Wiedersehen, Pipi! Nochmal! Oder nicht? Glaubst du, die Pipis sind wirklich aus dem Weltraum zu uns gekommen? Klar. Ist schon lustig, wenn es so wäre. Gut, gleich überspachen. Bald. Diese Straße führt nach Azuria. Nein! Oh. Bunt ist wieder alles voll. Manche können es einfach nicht lassen, dumme Sprüche auf Schilder zu kritzeln. Was steht denn da? Gary war hier. Gary war hier, Ash ist ein Loser. Alter, das sieht super aus bei dir. Die Zombies treffen die Tür ein, Hilfe! Das war so krass, wenn ich auch sagen. Oh, hier ist Creeper direkt an der Treppe. Ja, den hab ich auch gesehen. Alter! Jetzt gerade wie hochgegangen, war das bei dir? So, nächste Folge. Alter! Vier Viecher. Was? Drei. Suche bei dem Preis. Pokémon, ey, ein automatisches Maschinengewehr wäre doch geil in dem Spiel. Ja. Das stimmt. Hast du geklärt, Alter? Allerdings sind zwei von drei. So proud of you. Ash ist fest entschlossen, ein Pokémon-Meister zu werden. Auf seiner Wanderung nimmt er jede Gelegenheit wahr, etwas Neues zu lernen und Pokémon zu fangen. Das stimmt nicht. Ich habe schon so viele Pokémon verpasst und wahrscheinlich nichts gelernt dabei. Rocko, der sich mehr für das Pokémon interessiert als für den Kampf, entschloss sich, Ash und Misty auf ihrer Reise zu begleiten. Gary war hier. Ash ist ein Versager. Ashs Rivale Gary hat einen großen Vorsprung, doch Ash versucht... Stell einfach ein Schild auf. Kennt Ash überhaupt nicht. Ash und seine Freunde viele Abenteuer. Oh. Oh, lame. Das Loch ist echt so. Aber ich bin unten im Loch, also warte mal, bevor du es zumachst. Während du hier die Sonne genießt, drängt dein Freund Gary immer mehr. Dein Freund Gary. Aber wahrscheinlich kann ein Pokémon-Trainer wie du die Sonne genießen. Die besten Freunde. Ja, ja. Bester Freund, das ist Pika. Tja. Wohin geht ihr eigentlich? Oh, das ist doch kein Geheimnis. Wir gehen nach Azuria City. Was? Nach Azuria City? Was wollt ihr denn da? Es geht dich zwar nichts an, aber ich habe vor, noch ein paar Orden zu bekommen, klar? Ehrlich? Hey, was sagst du dir dann? Dass du in der Arena von Azuria City kämpfen willst? Wieso? Was denn, Misty? Ganz furchtbar schreckliche Geister-Pokémon und die sehen so aus wie hässliche Monster. Also wie du. So siehst du richtig gut aus, Misty. Komm, Rocko, komm, Pikachu. Wir gehen. Auf dem Weg nach Orania City. Die Stadt liegt am Wasser und man kann dort... Wir müssen die Schiffe in den Hafen einlaufen. Wird halt. Und dann gibt es da noch einen kleinen Park auf einem Hügel. Von dort aus kann man den Sonnenuntergang... Ich bin... Dort ist es viel schöner als in Azuria City. Glaub mir. Halt. Komm, lass uns da hingehen. Okay, lasst uns gehen. So, gefixt. Wirklich? Ja, nach Azuria City. Oh, ich bin's, ein Bogenbob, ich bin oben auf deinem scheiß Turm und ein Zombie hoch. Wie kommt ihr denn hier hoch? Laufen. Da, Spider. Die Luft ist rein, so sollte es auch sein.
Ich bin's Team Rocket. Oh oh. Was? Ach, da noch einer! Nein! Ich dachte, der vor mir hat gezündet, dabei hat hinter mir einer gezündet und dann hat der vor mir gezündet. Ja. Ist ein Wassereimer? Ach, mach den mal hier mit hin, bitte. Für den endlos. Ja, wer kann ein Mädchen schon verstehen? Polizei! Hey Mann, was ist denn da passiert? Mal sehen. Merci. Entschuldigung. Ach, das war clever. So. Ja, heute Nacht war ein Einbrecher in dem Laden. Einbrecher, aha. Was weißt du über die Einbrecher? Einbrecher? Hat er gebrochen. Ihr beide seht verdächtig aus. Hey, Sie sind doch die Motorradpolizistin aus Britannia City. Ja? Ah, und du verwechselst mich sicher mit meiner Schwester. Wenn du meine Schwester kennst, dann hast du ganz bestimmt Schwierigkeiten mit der Polizei in Britannia City gehabt. Natürlich. Ich, möglicherweise hast du sie auch nur nach dem richtigen Weg gefragt. Oder ich bin du da hast oben. Geldbeutel gefunden und dann bei ihr abgegeben. Oder du bist aus dem Gefängnis ausgebrochen. Ich war noch nie im Gefängnis. Ich auch nicht, ehrlich nicht. Ja, ja, das sagen sie alle. Wir sind gerade erst hier angekommen und wollten einfach nur mal sehen, was los ist. Ein Krimineller kehrt immer an den Ort des Verbrechens zurück. Wir sind keine. Vielleicht könnte das hier die Sache aufklären. Ich bin Dexter, ein Pokédex, programmiert von Professor Eich für den Pokémon-Trainer Ash Ketchum. Ja, und ich bin Arenaleiter in Marmoria City gewesen. Na, damit ist dann wohl klar. Tut mir leid, dass ich euch verdächtigt habe. Das ist unbedingt das sieht schon so merkwürdige Freunde aus. Ja. Geht los. Wow. Tut mir leid, aber ich habe die Nacht. Armer, armer Rocco. Was haben diese Einbrecher denn gestohlen? In diesem Fall, sie haben gar kein Geld gestohlen, sondern nur eine riesige Vakuumpumpe mit einem großen Schlauch. Was sollte jemand mit diesem Ding anfangen? Das kann ich auspumpen. Ich habe außerdem keine Zeit, hier Rätselraten zu spielen, denn ich muss meine Arbeit machen. Und für euch beide wird es schon. Doch, scheißegal, wo jemand was klaut. Es ist geklaut, es ist geklaut. Meine Herrschaften, bitte gehen Sie weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Gehen Sie weiter, gehen Sie weiter. Gut, dass ich den Pokédex dabei habe und du deinen Orden. Ja, solltest du nicht langsam zur Pokémon-Arena gehen? Ja. Hey, Rocco. Irgendwas über den Arena-Trainer hier? Hm? Ich muss so viel wie möglich über ihn herausfinden, bevor ich ihn zum Kampf herausfordere. Kenne dich selbst und kenne deine Gegner, dann hast du den Schlüssel zum Sieg in der Hand, richtig? Mann, du kennst sogar ein paar Pokédex. Pokédex. Ich bin die Wert von der Frau. Weißt du den Pokédex? Aber ist das ach ja, welche denn? Es tut mir leid, Elsa. Wieso nicht? Weil ich auch ein Arenaleiter bin und wir Arenaleiter dürfen so etwas nicht verraten. Finde ich cool. Finde ich cool. Ich muss jetzt ein paar Dinge erleben. Ash. Ja. Ash hat übrigens überhaupt keine Musik. Mal so. Alleine. Naja, hast du den jemals Musik hören sehen? Hä? Azu City Arena. City. Du musst Pokémon trainieren, keine Zeit für Musik. Ach, Europe. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie die Zuschauer, die fantastischen Synchronstimmerinnen, die bezaubernden Schwestern aus Azuria City. Ausgehöhltes Austausch hängt in der Luft. Das ist ja barbarisch. Pokémon-Arena-Pikachu. Du hast dich geirrt. Weißt du? Pikachu ist begeistert. Pikachu steht auf jeden Fall. Pikachu ist Hentai. Mann, das verstehe ich einfach nicht. Nein. Oh, das ist ja ein Aquarium. Das kann keine Pokémon-Arena sein. Ich bin jetzt ein Kimp. Daisy, du warst heute einfach großartig, ehrlich. Das viele Training macht sich bezahlt. Ja, das stimmt.
Entschuldigen Sie bitte. Es tut mir leid, Kleiner, aber wenn du ein Interview willst, dann musst du unseren Manager anrufen. Nein, darum geht's nicht. Ja, wir geben keine Manager. Autogramme. Ich will auch gar keins. Ich möchte eigentlich nur wissen, wo die Pokémon-Arena ist. Die ist hier. Wissen Sie, ich suche den Arena-Leiter. Du stehst vor ihnen. Hm? Kann ich sein. Wir drei sind die Arena-Leiter hier, Junge. Wir sind die bezaubernden Schwestern. Und wir sind weg von Rübe. Und was soll dann das Herumgeschwimme? Das ist sowas wie ein Hobby, aber den Zuschauern gefällt es sehr, weil unser Talent geht sozusagen baden. Ja, ne. Das ist... Ich fordere euch alle drei heraus. Oh. Labras. Weißt du, eigentlich kämpfen wir nicht mehr, Kleiner. Sie sind die Erinnerer, aber wir kämpfen nicht mehr. Einander von Kindern aus einem Ort der Alabastia oder so ähnlich heißt besiegt worden. Nicht schon wieder? Eine Niederlage kam nach der anderen. Vor lauter Verlieren konnte ich kaum noch aus den Augen sehen. Tja, wir mussten fast alle unsere Pokémon ins Pokémon-Center bringen. Nee, Goldini, Goldini. Das Einzige, das wir noch haben. Es ist so sexy, so unglaublich. Goldini, Goldini. Goldini. Ja. Zurzeit beherrscht es leider nur die Hornattacke. Wie du siehst, hat es keinen Sinn, uns herauszufordern. Jetzt müssen wir keine Warum? Zeit mehr mit Kämpfen verschwenden. Wir Easy haben winning. Weniger Zeit, uns hübsch zu machen, wie früher. Ich weiß, was du beeindruckt. Jura, komm. No. Ist das ein Wasserstein? Das ist ein Quillorden. Nee. Deswegen bist du hier, stimmt's? Du kannst ihn haben, Kleiner. Ach, danke. Geil. Aber ich möchte mir meinen Orden lieber ehrlich verdienen. Wann? Nimm ihn. Ein Orden ist ein Orden. Die andere hast du auch nicht verdient. Ach. Hier. Halt! Hä? Nicht so schnell! Misty! Misty. Ja! Sie springt. Wenn ihr nicht kämpfen wollt, dann kämpfe ich eben. Ja, ich werde gegen ihn kämpfen, verstanden? Was soll das heißen, Misty? Ich bin auch ein Azuria City Trainer, Ash. Ich Boah. Bin die vierte der bezaubernden Schwestern. Nur drei bezaubernde Schwestern und ein Zwerg. Ich will dich so schnell wiedersehen, kleine Schwester. Dieses Mädchen mit der großen Klappe, das erst dann zurückkommen wollte, wenn es ein großer Pokémon-Trainer ist. Warst das nicht du? Wie sie abgehakt reden. Oh, das war also der Grund, warum Misty auf keinen Fall nach Azuria City wollte. Misty, mach dir doch nichts vor. Du weißt genauso gut wie wir, weshalb du von hier fortgegangen bist. Weil du dich nicht mit uns messen kannst, weil wir drei mehr Talent haben und weil wir hübscher sind als du. Ist das super? Oh, oh. Das war nicht der Schwesterliebe. Ja, dann bist du wohl hier, weil du es nicht geschafft hast, ein Pokémon-Trainer zu werden. Pokémon. Weißt du, wo es her hat? Ja, unbedingt nach Azuria City wollte. Ach ja? Gerade der Renner. Er ist nicht mein Freund. Und wenn ich den Typ schlage, dann beweist das doch, dass ich als Trainer genauso gut bin wie ihr drei. Du bist die einzige von uns, Misty, die momentan ein Pokémon besitzt, das kämpfen kann. Na, wie sieht's aus, Ash? Wagst du es oder kratzt du die Kurve? Kurve kratzen wir. Ich wollte dich eigentlich erst herausfordern, wenn du mir mein Fahrrad bezahlt hast. Aber was soll's? Du musst du mich erst besiegen? Sie übersteuert. Das war nichts. Das wird diesmal ein richtiges Kinderspiel. So, wie viele Pokémon? 2 gegen 2, würde ich sagen. Abgemacht. Ich spiele das auch mal 6 dabei. Er wirft Pikachu weg. Zack. Pikachu, was ist denn los mit dir? Hä? Was? Soll das etwa heißen, du willst nicht gegen Misty kämpfen? Kämpf doch nicht gegen Misty. Na schön, gegen Pokémon ist schon okay, von ihr. Dass du nicht gegen einen Moon. Freund kämpfen willst. Freut sich. Vielen Dank, Verräter. Pikachu. Mütze rumdrehen und los geht's. Go, jetzt bist du dran. Also gut, in dem Fall bin ich Stern, du. Hat er gerade Herr gesagt? Wirklich rot. So hochgeschätzt wie ein Juwel. Genau. Na dann aufbrechen und klauen. Können Sie nie genug kriegen. Hör auf zu schwitzen, lass uns endlich anfangen. Glaubst du, dass ich dir eine Chance habe mit ihren Träumen vielleicht? Na gut, du kannst
Den Gewinnstoß. Super Befehl. Oh oh. Lass mich auf die Phrase. Pi, pi. Zeig die Stachelspore los! Eine Million Attacken. Warum im Spiel nicht? Oh nein, so wie es aussieht, hat Stern du Oh oh. Das ist der geilste Spruch. Okay. Ja. Ach, ein Hund, was ist das denn? Hund. Herr. Tackle, aus dem Wasser heraus. Oh oh, jetzt. Nicht später. Ach ja, probier mal Feuer. Wasser-Pokémon sind im Wasser einfach unschlagbar. Zuhack Level 100. Zuhack Level 100. Solltest du nicht auf meiner Seite stehen? Was? Die kann einem ja Angst. Wir haben das gute Aussehen geerbt. Und dir müsste man eben auch etwas mitgeben. Ich hab 3 Pokémon. Nun. Ach, ja. Ach ja, Stern, du zurück. Ach ja. Ja, Starlock hier. Ja. Wie hat sie denn Stern, du und Stern? Oh. Okay, ich hau raus. Rums. Boah! Das ist spannend! Roms! Starmi! Oh oh! Oh nein! Starmi ist völlig fertig! Er hat keine Kraft mehr! Los, Pauburger! Der kleine Ort gehört zu Kupion! Zeit wird's! Ja, es dauert eben lang. Und Team Rocket funkt dazwischen. Mm. Guck da, ihre Haare! Ach, wieso ist das eigentlich noch immer so lustig? Die kommen immer. Also, wieso kommt jetzt in jeder Folge Team Rocket? Vor allem mehrmals. Doch. Wirklich? Ich hab das nicht so schlimm in Erinnerung. Das kann doch nicht sein! Genau. Und die feuern. Wasser-Pokémon sind hier im Vorteil. Aber wenn wir ihnen das Wasser wegnehmen, dann gehören diese Pokémon. Ich weiß, wie man das macht. Was habe ich trinken? Eine Vakuumpumpe mit großem Schlauch? Ah, Team Rocket waren diejenigen, die in den Mensch, sind. Das gedacht. Bin ich da nicht gleich drauf gekommen? Das ist unser Wasser! Richtig, ich sollte es euch zurückgeben! Nett von mir. Ah! Wir müssen unsere Pokémon beschützen! Oh nein, meine Frisur ist völlig im Eimer! Ja! No, no. Wie der Staubsauger beim Teletubbies. So. Hm? Staubsauger. Boah, Ash! Ist gelandet! Und alle im Wasser sterben jetzt! Was hat's jetzt gebracht? In Zeiten wie diesen ist es wichtig, den Kopf umzuhalten! Na dann, abtauchen! Jetzt weiß ich, wie es kann, wenn man durch die Mühle gedreht wird! Das hilft uns jetzt auch nicht weiter! Wahrscheinlich sind ihre Haare immer noch perfekt! Und seine zerzaust! Hier brauchen wir kein Programm. Oh nein, Pikachu!
angreift. Hab's geschafft. Jurup. Der Kampf musste abgebrochen werden wegen plötzlich einsetzender Trockenheit. Immerhin hat keiner verloren. Ich wollte gewinnen. So ein Mist. Man hat keiner verloren. Ich wollte gewinnen. Er hat doch gar nicht gewonnen. Er hat doch gar nicht gewonnen. Ja. Und wenn er Pikachu gleich von Anfang an hätte kämpfen lassen, hätten deine Wasser-Pokémon nie gewonnen. Oh nein. Du hast ihn verdient. Vielen Dank. Ach, hast du angefangen? Ich nehme ihn an! Ist das für eine Wahl? Und so hat der Ash nun seinen zweiten Pokémon-Trainer-Orden bekommen. Der Glückliche. Misty, versuch nur ruhig weiter ein Pokémon-Trainer zu werden. Irgendwas musst du ja können, aber ein Star wie hier wirst du nie werden. Wenn du nicht die Klappe hältst, dann siehst du gleich Sterne. Hey, reg dich ab. Sei vorsichtig, du weißt ja, dass wir dich lieben. Ja. Ash, hey Mann! Da. Hey, hey Rocco! Wie ist es gelaufen? Na, was sagst du jetzt? Cool, lass uns weiterziehen. Ja, hey, ich gefälligst mit. Misty, du bist doch nicht etwa ein schlechter Verlierer. Ich habe nicht verloren, es war unentschieden. Aber ich habe trotzdem den Orden bekommen. Was, den Kampf mit dem Wettbewerb hast du verloren? Das war der erste Runde. Die zweite Runde war ich. Der Timo hat nicht kommen gekommen, wäre hätte ich. Ah, man kann jetzt Erde auf Gras direkt draufsetzen, Peter. Man muss es nicht vorher abbauen. Ja. Mhm. Achte Folge noch. Ja. Wir müssen jetzt aber erstmal die Werbung ertragen. Nee. Also ja. Hast du die schon geguckt? Vor. Nee. 14 Jahren? Ja, sicher. Harte Schale, weicher Kern heißt die übrigens. Nee. Würde ich jetzt nicht schon wieder gucken. Du meinst letzte Woche? Halt, stopp. Oder doch? Zack! Nein, nicht tiefer. Ja. Wir machen auch keine Werbung. Ach ja? Wir müssen nicht vorgehen. Das sicherste Auto. Offizielle Auto der Minecraft-Games. Ein 92er. GLXI. Ja, stimmt. Ich will der Allerbeste sein. Los geht's. Ich will der Aber Gary ist keiner von mir war. Ganz allein. Bitte komm, Mosley. Ich kenne die Gefahr. Los geht's. Ich streife durch. Pokémon! Moon! Schnapsi! Schnapsi! Lecker! Lecker Pokémon! Wir sitzen im Henschberger Restaurant und essen Austausch. Ah, nö. Wir müssen doch auch irgendwas essen. Wir müssen doch irgendwie Fleisch herkriegen. Und da es keine Tiere, sondern nur Pokémon gibt, müssen wir auch die Pokémon essen. Die sich Ash an seine Jacke gesteckt hat, ist unser kühner Held. Auf dem Weg nach. Wo sind wir eigentlich hin? Oh nein. Wir gehen nach Oranien City, da liegt ein total abgefahrenes Sportfahrzeug. Das muss ich mir unbedingt. Nein. MS Oranien City. Ja. So wichtig noch am Ende, das Sportticket. Du hast ja nur begrenztes Inventar. Nö. Bist ja der Einzige, der Orden sammelt. Tauboga, beende den Kampf. Oh, das arme Radfratz. Oh, Radfratz. Er besiegt den kleinen Jungen. Der ist jünger als er. Ich dachte, wir kriegen die Trainerlizenz erst mit 10. Stimmt. Ja, ich glaube auch.
Oh, du hast Orden. Oh, meinst du die? Du hast schon zwei. Ich glaube, es war ein Fehler, ihm die vielen Orden zu geben. Der Angeber. Mhm. Ich wette, du könntest sogar AJ besiegen. AJ? Ja, Chester. Da drüben. AJ trainiert. AJ. Chester und AJ Peter. Er hat seine eigene Arena. Er hat noch keinen einzigen Kampf verloren. Oh, halt die Klappe. Er hat noch nicht gegen jemanden wie mich gekämpft. Hilfe! Sivan hat auch wenig mit Größe zu tun. Pika, Pika. Seht euch das an. Diese Arena ist nicht mal von der Pokémon-Liga zu. Bist du aggressiv? Ist noch nicht Nacht? Ungeschlagen, was soll's? Ich werde ihn schlagen. 98 Siege bis jetzt. Ash, du hast 10 Kämpfe hinter dir, aber ich habe schon 100 Kämpfe hinter sich. Es geht Qualität und nicht Quantität. Bist du letztes Opfer? Hat grüne Haare. Du bist wohl dieser super Pokémon-Trainer. Ja, das ist mein Job, aber Nieten wie dich zu besiegen ist mein Hobby. Bezahlt dafür? Bereit zu verlieren. Nein! Weiß ich nicht. Diese Arena ist ja der reinste Wahnsinn. Hab ich aufgepasst. Metbo. Ach, trägt die Tasche. Was ist denn im Rucksack? Metbo-Butler. Ein wildes Pokémon. Ich habe es gerade gefangen. Und in dem Zelt sind noch eine ganze Menge mehr. Hey, kann ich die vielleicht nach dem Kampf sehen? Wenn du möchtest. Welches Pokémon hast du dir ausgesucht für meinen 99. Sieg? Das hat er jetzt nicht so verstanden. Für deinen Sieg? Nach diesem Kampf wirst du leider dein Schild umändern müssen, in der bis noch vor kurzem umgeschlagene. Wie schlagfertig. Du denkst wohl, du bist eine Peitsche. Kleiner, aber du spielst hier nicht mehr. Ach nein, ist es nicht der die Pokémon vermöbelt? Wenn ich meine 100 Siege hinter mir habe, werde ich anfangen, um Orden zu kämpfen. Oh, ihm fehlen also nur noch 2 Siege. Da wird AJ bestimmt sein Bestes geben. 98 Siege und nicht mal ein Orden? Soll man dich dazu beglückwünschen? Ich habe 10-mal gesiegt und habe schon 2 Pokémon-Orden. Hat eine lange Nase. Hast du die 2 Orden gekauft oder gestohlen? Oder Pinocchio. Hast du in einer Drittklasse?